Wir haben nun mal 47 essentielle Stoffe. Das ist wissenschaftlich so klar wie Kloßbrühe, sagt der Berliner. Die müssen im Körper drin sein. Und die müssen über Ernährung reinkommen. Mal ganz emotionslos betrachtet ist Ernährung evolutionsbiologisch nur deshalb da, damit diese 47 Stoffe in einem sind. Dazu essen wir, dazu ernähren wir uns. Wenn es dann noch Sternekoch ist, einverstanden. Aber das ist der medizinische Hintergrund. Und die 70 Billionen Zellen, die müssen ja irgendwie versorgt werden. Jeden Tag. Das ist alles medizinisches Grundlagenwissen, viertes Semester Biochemie weltweit. Egal an welcher Uni ihr Humanmedizin lernt. Und als, wir haben aber früher gesagt, die Zahnis, ja, wir Zahnis, also ihr Zahnis, wir Humanis, ja, wir waren ja alle noch zusammen bis zum zweiten, also bis zum, glaube ich, vierten, achten Semester, ich weiß nicht mehr, ist ein bisschen her. Aber wir waren ja lange zusammen, die Grundlagen haben wir ja gemeinsam gelernt. Also auch ihr habt das alle mal gehört, wie das in den Genen fixiert ist. Dass es Gene gibt in diesen Seminaren, in den Forever Young Seminaren, führen wir das natürlich noch aus, da haben wir mehr Zeit natürlich, haben wir 3,5 Tage. Ja, da sind Gleichgesinnte zusammen, die sich letztendlich alle diesem artgerechten Leben zuwenden wollen. Und wenn wir die Epigenetik, seit 15 Jahren wissen wir, dass es diese Genschalter gibt, also es gilt heute nicht mehr, ja, ich kann da nichts ändern, meine Mutter war schon dick. Natürlich hast du das dicke Gen geerbt. Aber ob der Schalter angeschaltet ist, der Genschalter, oder abgeschaltet ist, hängt davon ab, wie artgerecht du dich verhältst. Ob die Summe deiner Entscheidungen pro Tag artgerecht ist oder nicht. Und um es ganz einzudampfen, ja, in der Hoffnung, dass man einem Arzt, der ein Rezept ausstellt, dass das noch eine gewisse Wirkung hat auf die Menschen, habe ich mal so ein kleines Rezeptformular entwickelt und wir haben am Stand vom IFG auch das vorhanden, dass, also wer sagt, ey, klasse kleine Zusammenfassung, dann kann man sich das dort in Papierform abholen und wer möchte, kann auch ein komplettes PDF von diesem Vortrag sich dann gerne auch zuschicken lassen, bitte beim IFG-Stand einfach Visitenkarte, E-Mail-Adresse, was auch immer hinterlegen, aber irgendwie kenntlich machen, dass es um den Vortrag geht. Also, das sind die drei großen Säulen und wir erweitern das mittlerweile auch um die Liebe zu sich selbst. Wer sich selbst lieben kann, kann auch andere lieben, kann auch die Umwelt lieben, kann auch die Tiere lieben und deshalb halten wir das für extrem wichtig. Also, Ernährung, weniger Kohlenhydrate, unter 100 Gramm pro Tag. Kohlenhydrate sind nicht essentiell, wir müssen sie nicht essen. Als ich heute Morgen beim Frühstücksbuffet war, wir teilen das, also die, die auf dem artgerechten Weg sind, in Anführungszeichen, wir teilen manchmal dann dieses Frühstücksbuffet ein in No-Go-Areas und artgerechte Areas. Also, es waren ganz schön viele No-Go-Areas da, aber okay. Nehmt das mal als eine wissenschaftlich untermauerte Idee mit für Gesundheit und Vitalität. Gerade also zum Thema Eiweiß, was wir ja messen können, wird so viel diskutiert. Glaubt bitte diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das könnt ihr mal für euch mal ausrechnen, was das bedeutet. Also wenn 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht die Eiweißmenge ist, die ihr braucht, kann man das ja mal ermitteln, was man pro Tag so gegessen hat. Und dann schaut man, ob die 160 oder 150 Gramm reines Eiweiß pro Tag zusammenkommen. Und ich zeige euch gleich nochmal, was ich denn so messe und was wir dann im Blut zum Beispiel dort herausfinden. Also es gibt diese 47 essentiellen Stoffe, da sind sie, ne, werden natürlich in der PDF dann auch drin, und die müssen eben geprüft werden. Jetzt seid bitte nicht enttäuscht, wenn ihr zum Hausarzt geht und sagt, ey, ich war auf dem Vortrag, der Winkler hat da was erzählt und jetzt müssen wir mal meine 47 essentiellen Stoffe. Es ist vor 3 Wochen auch übrigens in Düsseldorf diese eine Arztausbildung zum Thema Schmerztherapie gewesen, wo also 25 Kassenärzte, also Humanmediziner aus der ganzen Bundesrepublik zusammenkamen zu dem Thema Akupunktur, Schmerztherapie, kriegen auch ihre Weiterbildungspunkte und so weiter. Und wir haben auch darüber gesprochen und da ist mir wirklich bestätigt worden, ist jetzt also kein Schmarrn, ist jetzt nicht aus den Fingern gesogen, dass der normale Kassenarzt in Deutschland für Laboruntersuchungen je nach Bundesland, pro Patient,
pro Quartal zwischen 1,60 Euro und, ein bisschen südlicher, Bayern, 7,50 Euro hat. So, wie soll man für 1,60 Euro oder sagen wir 5 Euro oder sagen wir unter 10 Euro, wie soll man für unter 10 Euro sowas messen? Das kostet ja manchmal ein einziger Wert schon. Also deshalb bitte jetzt nicht, ja, sauer sein. Das ist etwas, was in der eigenen Verantwortung liegt, was eben nicht im System schon etabliert ist. Das Gemeine ist aber nur, es ist Wissenschaft pur. Jeder Deutsche oder überhaupt jeder Mediziner auf dieser Welt wäre durch die Biochemieprüfung geflogen, wenn er das nicht gewusst hätte zu dem Zeitpunkt, wenn er das nicht hätte erklären können, warum das wichtig ist. Und weil nun Corona ja so das große Thema ist, habe ich nochmal schnell zusammengefasst, was denn eben für das Immunsystem so wichtig ist. Also wenn ich habe vor Corona überhaupt keine Angst, weil ich bin ja aufgetunt, ich kenne ja meine Werte. Und ihr habt ja auch mal mindestens schon alle in der Schule aufgepasst und das ist Schulwissen. Ich habe genug Lehrer als Patienten. So, die bestätigen mir das auch. Also Vitamin C ist definitiv Schulwissen. Meine Lieblingsfrage ist, wenn das so ist, wenn Vitamin C klar ist, dass das so wichtig ist, warum misst es dann keiner? Wieso glaubt ihr alle nur, ihr hättet genug? Von dem Apfelsaft, der da auf dem Tisch steht? Von dem Apfel, den es draußen gibt? Wer kennt denn seinen Vitamin-C-Spiegel? Also außer meine Patienten jetzt, die hier sind. Wer kennt seinen Vitamin-C-Spiegel? Wer hat ihn schon mal messen lassen? Immerhin. Hey, super. Das ist ja fast eine Handvoll von 700. Also ich weiß, das tut immer ein bisschen weh. Ja? Aber es ist doch logisch. Es ist logisch, es ist normal. Wenn Vitamin C wichtig ist, dann muss ich es auch mal irgendwann überprüfen. Alles andere ist nur Hoffen, Schätzen, Glauben. Ihr hofft, man schätzt, man glaubt, dass das, was man tut, richtig ist. Und natürlich ist es nicht nur Vitamin C, wäre so einfach. Ich meine, das geht bei uns in unseren Medien unter. Ich meine, mein Sohn ist mit einer Chinesin verheiratet auch und ich kriege auch ein paar andere Informationen aus China. Und da muss ich sagen, das Bild, was die Medien hier zeichnen zu China, ist immer tendenziös schlecht. Also die können machen, was sie wollen, ist immer alles schlecht. Ja? Also ich möchte mal sehen, ob es in Deutschland möglich wäre, in 8 Tagen ein Krankenhaus zu bauen. Ja? Ich gucke immer zum Berliner Flughafen und sage, haha. Ja, hoffentlich wissen die Chinesen nicht, was wir da für Mist machen. Ja? Und dass die mal einfach mal 50 Tonnen Vitamin C nach Wuhan gekarrt haben und dort erfolgreich Corona-Infizierte, also Erkrankte, nicht infiziert sind ja viele, ja, aber Erkrankte geheilt haben, das wird natürlich nicht gebracht. Unser Gesundheitsminister stellt sich hin und sagt, oh, wir können ja leider noch nichts machen, wir müssen warten, bis der Impfstoff kommt oder bis eine Therapie kommt, bis dahin müssen wir nur abwarten. Nein, die Menschen, die mit mir diesen Weg schon gehen, die sind ja auch tiefenentspannt. Ja? Die fahren jetzt mal ganz von alleine den Vitamin-C-Regler einfach ein bisschen höher. Ich nehme jeden Tag 4 Gramm Vitamin C ein. Nachher kommt noch, zeige ich euch, die Empfehlung der DGE, 225 Milligramm. Aber ich habe es gemessen. Ich weiß, dass dieser Körper, so wie er hier steht, eben 4 Gramm zusätzlich zu meiner hoffentlich eben guten Ernährung, bio, öko, nachhaltig, handgestreichelt und so weiter, dass das ausreicht. Also dazu muss ich noch 4 Gramm Vitamin C nehmen. Und ich habe mal für die, gerade jetzt, weil das... Weil ja immer wieder eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ja, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona, ja. Was kann man denn tun? Man kann das körpereigene Immunsystem fit halten. Und das sind ganz einfache, vor allen Dingen wissenschaftlich klare Grundlagen. Zink, ja, Vitamin C, Vitamin D. So dieses Phytobiotika, das ist ein Mittel, was aus 4 Kontinenten die besten Pflanzen vereint, die sonst dort bei grippalen Problemen gegeben werden. Viel trinken, haben wir schon gesagt. Auch das mal wieder erstmal als grobe Formel annehmen. 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Jeder rechnet mal bitte schnell aus. Ja? Also ich brauche 3,2 Liter Flüssigkeit pro Tag, deshalb bin ich da immer so hinterher, dass da ordentlich getrunken wird. Und was höre ich von meinen Patienten oft? Naja, wenn ich einen Liter schaffe, bin ich gut.
Meine Lieblingsfrage ist ja immer, kann man das messen? Genauso wie Vitamin C. Kann ich denn meine Trinkmenge, kann ich die irgendwie messen? Na klar, Filtrationsrate. Da sehe ich genau, ob die Menschen nicht nur gehofft, geschätzt, geglaubt genug trinken, sondern ob es wirklich ankommt. Und ihr kennt genug Menschen, die haben ganz unterschiedlichen Bedarf. Die einen schwitzen mehr, die anderen weniger. Die einen machen viel Sport, die anderen machen weniger Sport. Die einen gehen oft in die Sauna, die anderen gehen weniger in die Sauna. Das macht manchmal 1-2 Liter Unterschied aus, locker.